Ich war in Lavanya City ganz allein zu Hause in meinem Haus. Ich bin mit meiner Familie erst vor 6 Tagen umgezogen. Hikari, Hikari. Ich schaute mich um, wer meinen Namen gerufen hatte, als ich mich wieder erinnerte. Ich war ganz allein. In Angst rief ich meinen Walnuna und mein Pipi, die mir Gesellschaft geleistet haben. Pipi war mein erstes Pokémon und hatte immer auf mich aufgepasst. Pipi, ist meine Fantasie wahr? Pipi schaut mich mit einem verwirrten Blick an. Hikari, Hikari. Pipi fing an zu lachen. Es war ein wahnsinniges Serienkillerlachen. Plötzlich dachte ich mir, die Pokémon, die mich am meisten begleiteten, wurden eine Bedrohung für mich. Ich schaute an meine Wand, als ich das Blut an meiner Wand realisierte. Die Inkognito-Form. Ich schaute auf meine Wand, um die Buchstaben zu lesen. O-N-L-Y-A-F-E-W-M-O-R-E-M-I-N-U-T-E-S. Noch ein paar mehr Minuten. Mein Herz schlug schneller. Ich wollte schreien, aber es kam nichts raus. Bald. 7 Tage. 7 Tage sind fast vorbei. Ich schlug mir ins Gesicht, um mich eventuell zu wecken. Plötzlich überkam ich ein unheimliches Gefühl. Mir wurde schwindelig. Ich fiel in den weichen Mantel meines Pipi, als ich bemerkte, dass Pipis Augen rot wurden. Ein schlimmer Rotton. Es verwendete Kratzer, um meinen Bauch aufzuschlitzen, es riss mir meine Haut ab. Vor Schmerzen hätte ich weinen können, aber es kam nichts raus. Ich merkte, wie sich in meinen Augen Tränen bildeten, aber meine Augen waren in den Abgrund der Augen von Pipi fixiert. In kürzester Zeit riss es mir alle Eingeweide raus und nagte an meinen Überresten. Mein vertrauenswürdiger Begleiter aß mein Leben. Mein vertrauenswürdiger Begleiter wandte sich gegen mich. 7 Tage.